Hallo und Hallöchen zu einer neuen Podcast-Folge mit Hindernissen. Wir nehmen heute mal ganz oldschool übers Telefon, beziehungsweise nicht übers Telefon auf, aber wir sind am Telefonieren, weil mein Internet nicht funktioniert. Herzliche Grüße gehen raus an meinen Dienstleister, was das angeht. Und wir deshalb am Telefonieren sind. Ich hoffe, du hast wirklich eine Flatrate, sonst wird es unschön. Das stimmt. Und genau, was auch noch ist, dass mein Laptop, womit ich jetzt eigentlich aufnehmen wollte, dass der noch ein Update macht. Also was heute schief gehen kann zum Thema Aufnehmen, geht heute auch schief. Aber naja, wir haben es ja trotzdem geschafft. Ich bin sehr stolz auf uns. Wir haben es schon geschafft, Terminfragen zu klären, Stichwort Tecklenburg. Wir kommen später nochmal Ja. darauf zurück, was wir alles vorhaben. Wir haben viel vor, glaube ich, in unserer Sommerzeit. Wie viel, ich weiß sogar eigentlich, wie viel Grad es bei dir sind. Ich glaube, bei mir sind es aktuell so, haben wir die 30 schon? Es ist gerade 12:30. Wir wollten ursprünglich auch mal um 11 Uhr anfangen. Stimmt, das muss man auch mal überlegen. Aber dann habe ich so ganz, daran merkt man, dass man erwachsen ist. Wenn das Wetter, wenn es richtig heiß wird, dann fängt man an, eine Waschmaschine nach der anderen durchzukloppen. Und deshalb musste ich erst meine Wäsche aufhängen und dann hatten wir die Internetprobleme. Dann haben wir uns noch um Terminfragen gekümmert und jetzt kommen wir zum Aufnehmen. Also bei mir steht laut meiner Wetter-App 29 Grad. Aber als ich heute Morgen zum Einkaufen gefahren bin, da war es gefühlt schon so heiß. Wir haben 31, sagt mein Google-Wetterding. Jetzt will die Frage, im Schatten oder in der Sonne? Das weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, ob es hier gerade irgendwo Schatten gibt. Glaube nicht. Das ist eine gute Frage. Ich sitze ja auch gerade bei mir in meinem, ja, es ist nicht mein Aufnahmezimmer, aber es ist halt der Ort, wo die beste Akustik ist. Und hier ist es tatsächlich im Sommer auch am kältesten. Und selbst das ist schon sehr warm. Deshalb, ich möchte nicht wissen, wie es in anderen Räumen in meiner Wohnung ist gerade. Unschön im Zweifel. Ja, schöne Grüße aus dem Dachgeschoss. Wohnst du im Dachgeschoss? Ach, schön. Ich wohne theoretisch auch im Dachgeschoss, aber über mir ist noch ein Dachboden. Ich weiß gar nicht, ob wir den haben. Ich glaube nicht. Dann wohnst du wirklich im Dachgeschoss, im wirklichen Dachgeschoss. Ich glaube, wenn ist es nur ein kleiner. Ich weiß es aber nicht genau. Ich habe keinen Tee. Ich habe jetzt überlegt, ob ich mir irgendwie einen Eis Räuberschlatte oder so mache, aber da ich wirklich nur eine begrenzte Anzahl an Eiswürfeln habe, habe ich mich dazu entschlossen, sie für spätere Zeiten dieses Tages. Hä, ist das denn Aber die richtig? kannst du doch noch mal einfrieren. Ja, aber wenn ich neue mache, muss ich ja irgendwie mindestens 4 Stunden oder so warten, bis die richtig hart sind oder fest sind. Aber hast du nicht so wiederverwertbare? Meinst du nur Eiswürfelform? Nee, es gibt ja diese Ach wiederverwertbaren so. Eiswürfel, diese Silikondinger. Nee, die habe ich tatsächlich nicht. Die sind total super. Es gibt die auch so aus so, also nicht Granit, aber sieht aus wie so Granit, das stimmt. Es gibt die aus Plastik und mit auch aus so festem Material, das stimmt. Habe ich noch nie daran gedacht, dass sie sich lohnen würden. Ja, die sind wirklich sehr, sehr gut. Und da hat man dann mehrere von. Deshalb, das hat was. Also, was hast du zu trinken? Ja, jetzt halt nichts, also Wasser, aber. Weil ich habe so einen Frühstückssaft, der mich irgendwie sehr an, heißt das Solero, das Eis? Ja, ich glaube. Doch, ne? Das erinnert mich sehr daran. Deshalb bin ich am Überlegen, weil ich habe auch so Eisförmchen, wo man Eis am Stiel mitmachen kann, ob ich einfach den restlichen Saft nehme und ihn einfriere und Geil. mir dann mein eigenes Solero-Eis mache. Ich bin am Überlegen. Aber das könnte ich heute auch nicht mehr essen. Mal gucken, vielleicht mache ich's. Du könntest auch noch so irgendwie Naturjoghurt oder sowas mit drauf machen, dann hättest du wie so ein Creamsicle. Dann ist es halt wirklich das Solero, ne? Weil da ist doch eigentlich auch Vanille innen drin und außenrum ist, glaube ich, nur die Schicht. Ist das Solero oder ist das noch ein anderes? Das weiß ich. Also ich weiß, welche Oh, du jetzt bin ich meinst. raus. Jetzt bin ich raus. Ah nee, ich glaube, das ohne ist ein Capri. Das gibt's auch. Stimmt. Das ist Capri-Eis, ja. Ich gucke gerade Ich nochmal, damit auch. wir keinen Quatsch erzählen. Ah ja, Doch, nee, du hast Solero-Eis ist recht. das mit dem. Oh, stimmt, Solero gab es ja auch in Dunkel noch. Das war ab und zu auch mal ganz lecker. Du hast vollkommen recht. Ich glaube, ich habe Solero noch nie gegessen. Capri habe ich allerdings häufig gegessen. Geht auch. Eis am Stiel geht immer und Capri ist auch geil. Wie? Ich finde immer noch, Flutschfinger ist ein geiles Eis. Nee, Flutschfinger bin ich raus. Das ist nicht so meins. Kennst Aber du
dieses Eis, ich weiß gar nicht, wann es erfunden wurde. Ich habe das Gefühl, als ich klein war, war das mal neu. Muss es aber gar nicht gewesen sein. Kaktuseis, das hat doch oben wie dieses Ah Knisterzeug ja, drin. dieses Knisterzeugs, ja. Habe ich lange An sich nicht hat das nicht gegessen. gesch aber es hat an sich nicht geschmeckt, diese grüne Schicht, fand ich immer, aber Das halt man stimmt. hat es wegen des Knisterns gemacht. Ja, das Aber ich stimmt. glaube, das gibt's immer noch. Außer es wird jetzt verboten, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Warum soll das verboten worden sein? Wer weiß, wie dieses Knistern entstanden ist. Gute Frage. Ich habe auch wirklich für ein Audioformat gehört, was schön knistert. Denn bei uns auf der Arbeit in der Küche hat irgendwer sowas ausgelegt, so ähnlich wie Frit. Aber ich glaube, in Frit ist Gelatine hier nicht. Also irgendwie wie so ein Kaubonbon mit so einer sauren Füllung. Und es steht drauf, es wäre sehr sauer. Es ist nicht so sauer wie ein Center Shock, aber es ist sehr lecker. Also vielen Auch Dank nicht an die Person, schlecht. die das ausgelegt hat. Ich weiß aber nicht, wer es war. Ich habe es nicht rausgefunden. Hast du schon die neuen Gummibärchensorten von dem 2 gegessen? Da ist nämlich jetzt Gemüse, nicht Nim 2, Lachgummi. Eieiei. Jetzt so, aber ich glaube, das ist sogar, kommt beides von Stork, glaube ich. Da haben die jetzt Gemüsesaft mit drin. Und ich konnte es mir nicht vorstellen, aber. Ich war beim Tennis und da laufen die immer rum und da gibt es dann Gratisproben. Und das war tatsächlich sehr lecker. Hätte ich nicht erwartet. Aber was ein bisschen gemein war, es war so ein kleines Tütchen und da waren einfach nur so 5 Gummiteile drin, wo ich mir auch nur dachte, so, also wäre das jetzt nicht geschenkt, dann wäre das auch traurig. Aber das kann ich auch nur empfehlen, wirklich. Das ist schon nicht schlecht. Habe ich noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass man Gemüsesaft in so süßen Sachen eher versteckt. Es gibt ja auch so Schokokuchen mit Zucchini drin, mit geriebener und so. Ich glaube. Oder mit Möhrchen. Aber das ist ja oft als Eiersatz dann. Ach, Möhrchen kenne ich gar nicht. Zucchini kenne ich, aber da ist das dann, glaube ich, wirklich nur so für Gesundheitssachen und nicht, weil es noch irgendwie eine Funktion hat. Habe ich auch noch nie probiert, aber es soll Das nicht kann schlecht sein. sein, ehrlich gesagt. Das kann sein. Man weiß es nicht. Nadine, möchtest du denn den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, was wir heute machen? Also, wir unterhalten uns darüber. Erstmal, was unsere Pläne für den Sommer sind, beziehungsweise ist die Frage, ob wir das als erstes klären oder zum Schluss klären. Und die Besetzung für Rebecca ist rausgekommen. In Wien. Und in Wien, genau in Wien, nicht in Magdeburg, da läuft das ja. Da hatten die ja, glaube ich, gestern Premiere, meine ich. Und Hamilton, die Besetzung ist rausgekommen, wo es ja diese wunderbare Panne gab, dass man schon vorher wusste, wer im Cast ist. Genau, das ist so unser Plan für heute. Eigentlich hatten wir eine andere Idee, die verraten wir jetzt aber noch nicht, weil eventuell greifen wir sie irgendwann doch nochmal auf. Genau, das finde ich gut. Genau, womit wollen wir denn anfangen? Ich möchte hier kurz einmal erwähnen, ein Gossip, mit dem ich mich ehrlich gesagt nicht tiefer auseinandergesetzt habe, aber die lieben Kolleginnen von On-Offstage Podcast haben mich darauf gebracht, weil sie in ihrer neuen Folge darüber gesprochen haben. Die können euch wahrscheinlich auch mehr dazu erzählen. Es gab irgendwie großen Beef bei Cinderella das Musical und es wurde jetzt abgesetzt, weil da offensichtlich mit MitarbeiterInnen irgendwie nicht gut umgegangen wurde. Ohne Scheiß, ich weiß nichts Näheres dazu. Es ist mir gerade spontan nochmal eingefallen. Aber da scheint es irgendwie oh Gott, mysteriöse und nicht okay Sachen scheinen da vonstatten gegangen zu sein. Hast du davon was mitgekriegt, was Näheres? Ich weiß nämlich auch nichts mehr. Tatsächlich nicht. Was ich nur gesehen habe, dass Andrew Lloyd Webber, der hat das ja komponiert, dass der irgendwie nochmal ein Statement abgegeben hat. Aber einfach nur dazu, dass er sich vorher irgendwie nochmal geäußert hatte und dass er das so ein bisschen revidieren wollte. Aber ich habe da tatsächlich nicht so viel von mitbekommen. Ich bin gerade aus Versehen quasi nochmal auf dem Wikipedia-Artikel gelandet, weil ich wollte gucken, ob mir so direkt eine Schlagzeile entgegenspringt. Und das stimmt, das war das Einzige, was ich wusste, dass manche von Cast und Crew gar nicht informiert wurden, bevor das an die Öffentlichkeit weitergegeben wurde. Und das ist natürlich nicht die feine englische Art. Wenn eine Show schließt, ist es scheiße, wenn sie schnell schließt, ist es sehr scheiße. Aber es gebietet ja der Anstand, weil ich glaube, es kann keinen Notfall geben, der so groß ist, dass du nicht den Menschen, die da arbeiten, das vorher sagst. Und das gebietet doch wirklich die Ehre und der Anstand, zu sagen, so,
Ab dann und dann seid ihr arbeitslos. Das ist richtig. Also, das kann ja immer passieren. Das ist ja auch, finde ich, manchmal echt krass, wie schnell das von der Entscheidung ein Stück wird nicht weitergeführt zu, wir machen es jetzt wirklich, wir schließen das Stück jetzt wirklich. Das geht ja teilweise echt rapide schnell, habe ich das Gefühl. Aber dann muss man das ja wenigstens den ganzen Leuten auf und hinter der Bühne eventuell erzählen. Alles andere ist jetzt nicht so ganz nett. Also fragt gerne oder fragt, hört gerne bei On Offstage rein, die werden euch da mehr zu erzählen. Das, was ich weiß davon, finde ich hart, aber seien wir mal ehrlich, gucken wir uns die deutsche Theater, vor allem die Theaterlandschaft an, im Musical kriegt man ja nicht so viel davon mit. Das ist leider echt kein Einzelfall, wie da Menschen behandelt werden. Eine Nee, also. Diskussion, die im Musical übrigens ja auch nicht geführt wird. Also es gibt 80 Millionen Panels über Hierarchisierung und hierarchische Strukturen und Machtmissbrauch im Theater, aber im Musical wird dafür jetzt nicht so wahnsinnig viel dagegen, dafür irgendwie drüber gesprochen. Nee, das stimmt wohl. Oder vielleicht wird auch drüber gesprochen und wir bekommen es einfach nicht mit, ne? Also, dass das dann so eine Geschichte ist, dass das vielleicht intern für alle, die halt in dieser Bubble wirklich drin sind und wirklich beruflich drin sind, jetzt nicht als Fans, dass die das vielleicht mitbekommen. Aber so nach außen hin wird da auf jeden Fall nichts gemacht, das stimmt wohl. Ja, so hinter verschlossenen Türen. Also das kann ich mir auch vorstellen, aber wenn es das gibt, sind es eben so viele Diskussionen, die nicht nach außen getragen werden. Das ist jetzt natürlich auch nur spekuliert. Wenn ihr da uns erleuchten könnt, so und so ist es oder nein, es wird nicht drüber gesprochen, leider, dann sagt uns gerne, erklärt uns gerne mehr, weil das natürlich Diskurse sind, die einfach wichtig sind für alle Menschen, die da arbeiten, dass das ein dass am Theater arbeiten für manche Menschen echt Ausbeutung ist, ist ja nun ein offenes Jo, Geheimnis. das definitiv. Also, Also in anderen Jobs natürlich auch, so ist es jetzt nicht, aber jetzt mal ja, auf diesen obwohl Bereich ich bezogen. finde, es ist halt auch immer noch die Geschichte. Man muss ja auch ganz klar sagen, gerade, ja, Geld ist ein sehr heikles Thema, aber dadurch, dass in Deutschland auch einfach nicht darüber gesprochen wird meistens und sowas auch oft nicht offengelegt wird, ist, finde ich, halt auch das Problem. Jeder empfindet das ja auch anders, ne? Für den einen heißt es, boah, ich bin total unterbezahlt und der kriegt trotzdem, keine Ahnung, 3000 brutto, ne? Für den ist das, ich bin unterbezahlt und für wen anders ist, ich bin unterbezahlt und der kriegt gerade mal 1000 Euro brutto, ne? Also das finde ich, ist dann halt auch irgendwie schwierig und ich finde gerade auch noch in Jobs, wo es dann wirklich auch, wo du wirklich körperlich einiges drauf haben musst oder wo du ewig lange irgendwie auch Fortbildungen für machen musstest oder Weiterbildungen, die aus eigener Tasche bezahlen musst oder wie auch immer, da finde ich es generell unfassbar schwierig, preislich irgendwas festzulegen. Auch gerade im Verhältnis zu, ich kann mir ja überhaupt nicht vorstellen, wie ist das Verhältnis zu, ich stehe auf der Bühne und ich stehe hinter der Bühne, weil meiner Meinung nach zum Beispiel so ein Beleuchter oder ein Soundtechniker oder was auch immer hat ja mindestens genauso eine Verantwortung, dass ein Stück läuft, wie jemand, der wirklich aktiv zum Beispiel auf der Bühne steht. Finde ich schwierig, aber das ist ja auch so eine Grundsatzdiskussion, die es ja auch in anderen Berufen gibt. Ich denke mir immer, man sollte gucken, so von wegen, was passiert denn, wenn diese Person nicht da ist? Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Und im Zweifel, wenn es nicht funktioniert und die Ja. Leute sind wirklich nicht gut bezahlt, dann sollte man sich da definitiv was überlegen. Aber das ist, glaube ich, auch wieder ein Thema, das ist, ich glaube, da könnte man Stunden drüber debattieren und man kommt zu keinem Ergebnis. Das stimmt, aber lustigerweise, ich habe ja, glaube ich, hier auch schon mal erwähnt, dass ich Fan bin vom Feuilleton-Podcast der Zeit und in der letzten Folge haben sie gesprochen über Dezentralisierung, was so ein riesiges Thema ist. Und sie haben auch darüber gesprochen, dass es in den USA wohl, das ist jetzt auch ein bisschen gefährliches Halbwissen, die neueste Folge von die sogenannte Gegenwart, wenn ihr das nachhören wollt, dass es in den USA wohl so ein bisschen die Bewegung gibt, wo ja der Arbeitsmarkt ganz anders funktioniert als bei uns, dass es Leute gibt, die sagen, wenn du seit 2 oder 3 Jahren keine Gehaltserhöhung gekriegt hast, dann geh einfach. Dann ist es wirklich so, dann sagst du, ich gehe und ich suche mir was Neues. Was natürlich mit Rente und Deutschland und also bei uns ist das alles noch mal ganz anders, aber das finde ich interessant. Also so dieses rigorose,
sagen, der Arbeitsmarkt ist ein Markt und ich bewege mich da drin und gucke dann, wo ich hinkomme, wo es aber auch gut ist. Und wenn es nicht gut ist, dann bleibe ich da nicht. Das ist natürlich auch eine Sache, die sich nicht alle leisten können, das ist klar. Aber das finde ich interessant, weil das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das hier in so einem Maß auch funktionieren würde. Das ist schwierig zu sagen, aber da muss man ja auch ganz klar sagen, oder ich kann nicht sagen, inwieweit zum Beispiel irgendwelche Leute, die hinter der Bühne erstmal so unterwegs sind, ob die da wirklich eher immer an einem Haus dauerhaft bleiben oder ob die auch sagen, ich gehe nach 2 oder 3 Spielzeiten ans andere Theater. Das kann ich halt auch überhaupt nicht einschätzen. Ob du da sagst von wegen, nee, das ist jetzt mein Haus, das ist jetzt so mein Baby, das kenne ich. Und da fühle ich mich einfach wohl. Und weil genug neue Leute lernen, die ja trotzdem kennen, dadurch, dass natürlich das von den Leuten, die dann auf der Bühne stehen, ja schon sehr rotiert. Oder ob da auch gesagt wird von wegen, nee, für jedes Stück wird da theoretisch wer Neues eingestellt. Und dass man sich immer wieder neu irgendwie orientieren muss. Das weiß ich tatsächlich gar nicht, wie das da so ist. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen drauf an, was du für einen Vertrag hast natürlich. Hast du einen NV-Bühne, musst du unter Umständen jedes Jahr neu aushandeln, wie es in der nächsten Spielzeit aussieht. Hast du einen TVÖD, musst du das nicht unbedingt. Da gibt es auch andere Kündigungsfristen. Ich glaube, das ist aber jetzt, das ist nur das, was ich sagen kann, so wie ich das kenne. Würde ich sagen, dass natürlich die Menschen, die auf der Bühne stehen, wenn du dein erstes Engagement hast, bleibst du unter Umständen eben nicht 10, 15 Jahre am Haus, sondern gehst schon irgendwie mal eher. Aber ich glaube, dass so in diesen Handwerksberufen kann ich mir schon vorstellen, dass man da länger bleibt. Also du bist halt eben nicht unbedingt gezwungen zu sagen, ich suche mir alle 2 Jahre eine neue Stelle. Ich glaube, das ist da noch ein bisschen einfacher zu sagen, ich bleibe jahrelang hier. Und es wird vielleicht auch nicht so sehr von dir erwartet, dass du sagst, ich war schon da und da und da, wie es dir vielleicht als Darstellerin in welchem Fach auch immer passiert. Das ist mein Eindruck. Das kann aber gut sein, dass Menschen von sehr großen oder sehr anderen Häusern sagen, nee, das ist bei uns ganz anders. Ja. Ja, also ich kenne es ja auch tatsächlich nur von den Theatern, wo ich jetzt immer so unterwegs war, dass das ja schon immer hinter den Kulissen eine eingespielte Crew war oder dass die identisch geblieben ist, ne? Aber vielleicht gibt es auch Häuser, wo das wirklich so ist, die wirklich auch hinter der Bühne sehr viel Wechsel haben. Also das wird es auch geben, so ist es ja nicht. Mhm. Und gerade vielleicht, wenn es Häuser sind, die auch ausbilden, dass dann eben nicht alle übernommen werden oder die dann noch sagen, wir sind vor allem ein Ausbildungsbetrieb und die Leute ziehen dann weiter. Das gibt es ja, also nicht nur im Theater, aber es gibt es ja in normalen Betrieben auch, wo dann gar nicht viele übernommen werden. Das ist aber auch ganz oft so und da spreche ich auch aus Erfahrung, beziehungsweise habe da auch einige im engeren und weiter entfernten Bekanntenkreis, dass die meisten, die in Handwerksberufen irgendwo gelernt haben, dass die sagen, und nach der Ausbildung bin ich aber sofort weg, einfach aus dem praktischen Grund, die werden diese Rolle des Lehrlings nicht mehr los. Und das ist natürlich blöd. Und dass dann das eigentlich so der, auch egal, ob es einem gut gefällt oder nicht gut gefällt, dass die sagen, nee, das funktioniert einfach nicht. Die Leute kriegen das aus ihrem Denken nicht raus oder nicht so schnell raus. Und dass deshalb dann gesagt wird, auch so von wegen, nee, und deshalb haue ich ab, unabhängig davon, dass man natürlich auch vielleicht woanders noch Erfahrung sammeln möchte. Also das habe ich schon bei ganz, ganz vielen gehört, dass die gesagt haben, maximal 1 Jahr, 2 Jahre, dann bin ich da weg. Aber da weiß ich natürlich auch überhaupt nicht, wie das in den Theaterberufen ist. Ja, das ist einfach, man kann halt sagen, dass das arbeitstechnisch, ja, es ist schon ein Job wie jeder andere, aber es hat einfach teilweise sehr andere Umstände. Es gibt bestimmt andere Berufszweige, wo man das auch sehr gut sagen kann, wo du jetzt Arbeitszeiten hast, die wirklich, oder wo, was so ein Rattenschwanz mit sich bringt, aber das ist hier einfach so. Das weiß ja jetzt auch jeder. Definitiv. Guck mal, da sind wir schon wieder abgeschliffen. Ja. Ich weiß gar nicht, wo wir gestartet das sind, stimmt. Aber bei Andrew Lloyd Webber. Genau, bei Andrew Lloyd Webber. Passend dazu möchtest du vielleicht erzählen, du warst ja bei Sunset Boulevard. Ja. Wie das denn war, nachdem es wie oft verschoben wurde, du wie oft nicht da sein konntest? Es war jetzt mein 4. Anlauf. Ich wäre vorher theoretisch, ich war am Sonntag da, am letzten Sonntag, vorher wäre ich bei
das neue Leben oder ich glaube ein neues Leben in Bochum gewesen. Mit Musiktheater, also mit Musik, so, von Britney Spears und Meat Loaf. Da haben mich aber die Züge etwas im Stich gelassen und ich war leider nicht da, sonst hätte ich gerne vom Dings erzählt. Ach, es gibt noch eine andere Sache, die ich gleich sagen kann. Haha. Nadine sagt ja, ich mecker zu viel. Das und auch Krefeld hat mich nicht gecatcht, ehrlich gesagt. Also, es sind nach der Hälfte auch ein paar Leute gegangen. Ich finde, es ist an sich nicht schlecht. Ich mag die Musik, ich finde das Stück ganz interessant. Es ist halt sehr melodramatisch und zwischendurch habe ich mich gefragt, das Stück beschwert sich ja, dass Hollywood so affektiert ist und so weiter und so. Auch so dramatisch, aber das Stück ist halt das Gleiche. Vielleicht ist das der tolle Kniff, den ich nicht richtig erkannt habe. Keine Ahnung. Ich hätte mir manchmal so ein bisschen ironische Brechung oder so gewünscht. Schauspielerisch fand ich das ganz, ganz cool. Es war nicht Oliver Arno da. Ich weiß leider gerade den Namen nicht von dem Herrn, den ich gesehen habe. Die fand ich aber trotzdem gut. Auch die Norma Desmond fand ich auch sehr cool. Eine Stelle, wo ich mich sehr gefragt habe, warum. Da stirbt offensichtlich ein Affe am Anfang, das wusste ich gar nicht. Und anstatt nur zu sagen, hier ist der Sarg und dann sagen wir, da ist der Affe drin, haben sie ihr halt ein Stofftier in die Hand gedrückt. Zwar ein großes, aber trotzdem etwas, das ein bisschen Ironie hätte dieser Darstellung sehr gut getan, weil sowas etwas unfreiwillig lustig. Hm. Ich saß etwas lachend im Publikum. Ja, also es ist nicht schlecht, wenn ihr da wart, sagt uns gerne oder gibt uns gerne Rückmeldung, wie ihr es fandet. Das wird jetzt nicht mein Lieblingsstück. Aber Krefeld macht nächstes Jahr auch Liebe, Mord und Adelspflichten. Das möchte ich auf jeden Fall gucken. Die haben ja auch ein Ballett und es gibt so ein paar Produktionen. Wenn ich das noch schaffe, würde ich mir die noch angucken. Also ich würde jetzt nicht Krefeld verteufeln. Das Stück war jetzt halt nicht so meins. Aber es ist auch nicht schlecht. Was mir gerade eingefallen ist, ich war in Hamburg im Schauspielhaus. Ich war das erste Mal in meinem Leben in Hamburg im Theater. Ich war sonst immer nur im Musical, ich war sonst nie im Theater, ich war noch nie im Thalia. Ich war im deutschen Schauspielhaus bei Cool Haze mit von Studio Braun, das ist so Heinz Strunk und Rocco Schamoni und der, dessen Namen ich leider vergessen habe. Heinz Strunk dürfte ein paar Leuten was sagen, der ist vor allem Autor und gehört zur Fake-Band Fraktus, der hat zum Beispiel der Goldene Handschuh geschrieben, was vor ein paar Jahren ja auch verfilmt wurde. Ein Film, den ich mir, glaube ich, nie angucken würde. Ich glaube, der ist wirklich ganz komisch. Und die haben inszeniert Michael Kohlhaas als, ja, wirklich so als Musical im Stil der 60er bis 80er Jahre Filme und es ist mit Big Band Sound, war genial. Es war ein bisschen trashig, mit Charlie Hübner übrigens, den kennen ja jetzt auch sehr viele, und Holger Stockhaus, den ich sehr mag. Wir saßen am Arsch der Welt, ganz weit oben und haben trotzdem gut gesehen. Es war sehr lustig, es war wirklich, es war sehr aufgesetzt, so wie halt so 60er bis 80er Jahre Filme sind, mit den Motorrädern. Also ich glaube, es ist abgespielt. Ich weiß nicht, ob sie es in der neuen Spielzeit nochmal aufnehmen. Wenn ihr könnt, guckt es euch an. Es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ich möchte da übrigens noch eine meiner Aussagen, die du über mich getroffen hast, die ich dir immer sage, ein bisschen zurücknehmen. Ich habe nicht gesagt, du meckerst zu viel, sondern... Ich bin aber nicht zufrieden. Richtig, also ich glaube, ich überlege gerade, das letzte Mal, dass du etwas wirklich ganz toll fandest, das war Amelie und das war 2019. Das war das letzte Mal, wo ich es mitbekommen habe. War es überhaupt 2019? Doch. Nein, aber den kleinen, nee, aber den kleinen Horrorladen fand ich auch toll. Stimmt, bei euch. Stimmt, das war auch noch. Nee, aber... uns ist beiden ja, einfach aufgefallen und da haben wir uns vor kurzem auch mit zwei Gästinnen drüber unterhalten, dass man schon früher so ein bisschen, ja, das heißt ja nicht, dass man da nicht kritisch war, aber man ist da so ein bisschen unbeschwerter in die Stücke gegangen. Und jetzt, ich merke halt auch, ich gehe auch selten aus einem Stück raus und bin so komplett hyped und bin komplett euphorisch und alles ist ja so toll. Aber weil ich irgendwie auch, ich habe mir vor kurzem so ein paar Rezensionen durchgelesen. Ich sage jetzt nicht, wer es war. Ich sage auch nicht, welches Stück es war. Aber wenn ich immer nur höre, es war alles ja so toll, das kann ich halt dann irgendwie auch nicht mehr so glauben. Und deshalb lese ich halt so ungerne manchmal Rezensionen, weil ich mir da halt auch immer denke, so von wegen, boah, irgendwie
man muss auch definitiv nicht das Haar in der Suppe, ich wollte sagen, die Suppe im Haar, das Haar in der Suppe suchen, wenn es für einen persönlich nicht da ist. Aber es war alles so toll, es ist für mich keine Rezension. Aber Ja, naja, also ich deshalb, verstehe das. also du bist, glaube ich, kritischer als ich. Aber ich sag nicht, dass du nur am Meckern bist. Nein, nicht nur, aber also ich merke das halt selber auch. Ich glaube aber, je mehr du guckst und je mehr Seherfahrung du hast und wie deine Sehgewohnheiten sind, und du guckst ja jetzt auch, wir gucken ja beide auch Sachen abseits vom Musical, je größer auch dieses Spektrum ist, was du kennst, desto mehr guckt man da drauf. Also ja, ich erwarte von einer Performance oder von einem Tanzstück was anderes als von einem Musical, und von einem Stadttheater-Musical erwarte ich was anderes als von einem Stage-Musical, und da gehe ich auch verschieden ran. Aber es ist ja nicht komplett so, dass du sagst, ach so, das ist das und das ist das, und das kann man überhaupt nicht vergleichen, weil dafür sind diese Grenzen ja fluide. Das ist ja, also es gibt ja auch Crossover zwischen Musiktheater, zwischen der Musiktheatersparte und dem Schauspiel an Häusern. Aber da haben wir auch echt uns schon den Mund fusselig geredet. Aber also es gibt auch Stücke, wo ich rausgehe und sage, es war eigentlich fast alles geil, aber ja, irgendwas findet man dann am Ende immer. Leider. Das ist richtig, aber man geht ja auch eigentlich gar nicht mit dem. Man kann ja trotzdem einen schönen Abend haben, auch wenn man nicht alles so toll fand. Ne? Genau, das finde Also, ich ich auch. finde ja nicht, dass sich das gegenseitig ausschließt. Nee, das finde ich auch nicht. Also ich kann auch hinterher sagen, das und das war nichts für mich, aber ich kann verstehen, warum Leute, wie es bei Kudamm war, es ist nicht meins, aber ich kann total verstehen, was Leute daran total gut finden. Und wenn es denen was bringt, finde ich, ist das ja auch legitim. Das entscheidet ja keiner, ob das jetzt im Endeffekt gut ist und nicht mehr laufen darf oder nicht. Also außer die Produktion selber, aber von außen hat das keiner zu entscheiden, und dann ist es halt auch okay. Also so ist es ja nicht. Definitiv. Ich würde auch nie, oder du glaube ich auch nicht, man wird ja nie anfangen, jemandem anderen ein Stück schlecht zu reden. Wird man jetzt ja auch nicht machen. Also natürlich wird man, bei manchen Stücken empfiehlt man euphorischer als bei anderen. Das würde ich halt auch ganz klar sagen. Aber man wird ja auch nie sagen, boah, da geht er auf keinen Fall rein. Oder wenn jemand da so begeistert von berichtet, dann wird man das ja auch nicht komplett, runter machen, ne? Nee, also es ist, glaube ich, was anderes, wenn man im gleichen Stück sitzt und sich direkt danach austauscht und die eine Person sagt, das fand ich geil, und die andere Person sagt, ne, fand ich furchtbar. Aber ein persönlicher Austausch mit Leuten, die du kennst, ist natürlich auch was anderes. Und ich meine, wir wissen halt auch, dass wir unsere Meinung jetzt auch ins Internet schmeißen, und das wird auch nicht immer perfekt funktioniert haben, und es wird auch nie perfekt funktionieren, seien wir mal ehrlich. Aber klar, also es gibt einen Unterschied zwischen oh Gott, das war richtig scheiße, und zu sagen, es ist nicht so meins, aber irgendwer wird es gut finden. Ja, definitiv. Also, so Verrisse bringen halt auch nichts. Obwohl eine Kollegin von mir schon mal gesagt hat, lieber verrissen als vermissen. Ja, okay. Das ist auch Thema geklärt. Thema geklärt, das stimmt. In der letzten Woche, oder war es schon ab der vorletzten Woche? Ich weiß es gerade gar nicht. Hat sich noch mal ein bisschen was getan. Die letzten Mysterien haben sich sozusagen geklärt für Stücke, die demnächst anlaufen. Und zwar ist das einmal Rebecca in Wien und einmal Hamilton in Hamburg. Womit wollen wir anfangen? Was du möchtest, das ist mir sehr Was ich jetzt wumpe. mehr fühle. Genau, was fühlst du gerade? Was fühl ich in mir? Da gibt es doch auch ein Lied irgendwie. Ich weiß aber gerade nicht, aus welchem Stück. Ja, von Ist es Wicked. Wicked? Ah, okay. Spannend. Ja. Wusste ich nicht. Wusste ich nicht mehr. Ich habe das Stück gesehen, aber naja. Dann fangen wir doch einfach mal mit Rebecca an, weil das als erstes veröffentlicht wurde. Und zwar kommt Rebecca ja ins, lass mich Eins lügen, von beidem, ins frag mich nicht. Raimund-Theater. Es müsste das Raimund-Theater sein. Und da wurde der Cast bekannt gegeben. Ich finde es eine coole Mischung, muss ich ganz klar sagen. Aus Leute, die man mit dem Stück assoziieren würde.
und Leute, die man damit nicht so assoziieren würde. Aber auch gerade, hast du dir mal die Hörproben dazu angehört? Das kann ich jetzt für Hamilton auch schon sagen, ich habe wenig gehört. Ich glaube, ich habe einen ganz kurzen Ausschnitt mit Willemijn und Nienke gehört. Der war sehr gut, aber ich habe da nicht weitergeforscht, ehrlich gesagt. Ah, okay. Weil ich habe mir das einfach dann auch nochmal angehört. Und ich finde gerade, ich hätte ehrlich gesagt Nienke Lotten eher bei Hamilton komischerweise gesehen als bei Rebecca. Ich kann auch gar nicht sagen, warum. Aber ich finde es irgendwie cool, weil ich sie von der Stimmfarbe einfach mal ein bisschen anders finde als die Leute, die man bis jetzt in der Rolle des Ich gehört hat. Finde ich tatsächlich. Also ich kenne halt die Aufnahme mit Valerie Link, die natürlich eher so diesen in Anführungsstrichen klassischen Sopran irgendwie hat, diesen etwas zarteren Sopran. Ja, die ist ja auch bei, die hat ja auch das Christine gespielt. Ja, ganz genau. Und ich weiß gar nicht, wer hat denn noch Ich gespielt? Weiß ich gerade nicht. Aber ich finde es halt cool, wenn es auch mal vom musikalischen Typ her in eine etwas andere Richtung geht. Und das finde ich irgendwie schon sehr cool. Und deshalb habe ich auch eigentlich Bock, mir das anzugucken. Und ich weiß gar nicht, ob sie und Marc Seibert schon mal zusammen auf der Bühne standen, unabhängig von der Musikgala. Aber die Stimmen harmonieren, nicht harmonisieren, harmonieren auch sehr, sehr gut zusammen. Also da bin ich wirklich sehr gespannt und freue mich da auch sehr drauf, muss ich sagen, wenn wir es denn schaffen. Ja, das ist ja unser Ziel, irgendwie Linz und Wien mitzunehmen und dann sehr viel da mitzunehmen. Oh ja, das wird sowieso ganz spannend. Ja, zum Also restlichen Cast muss man dann noch über. Da muss man eigentlich nicht großartig was zu sagen. Ne? Man hat da halt kennt man. Willemijn Verkalk ist mit dabei, Anna Milva Gomez ist mit dabei, Annemieke van Damme ist mit dabei. Wie heißt der? Aris Saas heißt er, glaube ich. Das, Der ja. ursprüngliche Alfred, wenn ich mich richtig erinnere, aus. Oh, da kann ich nichts zu Ich sagen. meine ja. Und ich finde die Mischung richtig cool, muss ich sagen. Ich finde allerdings, ich weiß nicht, ich habe das Buch nie gelesen. Ich weiß nicht, wie alt die Mrs. Danvers sein soll. Aber ich hatte so von meinem persönlichen Empfinden das Gefühl, okay, die wäre eigentlich älter. Aber das ist ja letztendlich, das bringt die Handlung ja nicht voran, irgendwie, wie alt da eine Person ist. Und deshalb find ich es irgendwie sehr cool, dass Willemijn da besetzt ist. Ich meine, es ist ein offenes Geheimnis, dass wir beide Willemijn wirklich großartig finden. Ich finde, ich werde, also ich freue mich, wenn Leute in der Cast sind, die ich kenne, weil man dann so weiß, ach, die finde ich cool oder so weiter. Ich habe das Buch gelesen, aber es ist sehr lange her, aber ich glaube, da, also ich glaube, wenn da stimmgewaltig da reinpasst, ist das gut. Und so mal in die Richtung gedacht, man könnte auch einfach mal ganz andersrum besetzen. Es könnte auch ich alt sein und Mrs. Danvers kann jung sein. Also ganz verrückte Sachen könnten man da machen. Ich freue mich da drauf. Also ich weiß nicht, hattest du schon gesagt, Marc Seibert als Maxim? Genau. Und jetzt gerade in Magdeburg spielen ja Sibylle Lamprecht und Patrick Stanke spielt da den Maxim. Also Sibylle Lamprecht spielt ihn nicht. Und es sind beides Darsteller, die ich, also Marc Seibert und Patrick Stanke sind beides Darsteller, die ich sehr gut finde. Es sind auch bestimmt sehr sympathische Leute, keine Ahnung. Aber es sind beides Darsteller, die ich in dieser Rolle irgendwie nie mir vorgestellt habe. Obwohl ja Thomas Borchert und gerade Jan Ammann, finde ich, vom Typ, vom Fach, vom Rollenfach, in Anführungszeichen, für meinen Film gar nicht so weit weg ist. Aber ich habe trotzdem, wären es zwei Leute, wo ich das irgendwie nicht gedacht hätte. Nicht, weil sie es nicht können, sondern weil ich nie gedacht hätte, ach so, ja, das ist so die erste Person, an die ich denke. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Im Ensemble gibt es auch noch so ein paar Leute, die ich kenne. Also zum Beispiel Vanessa Hines, die wir ja jetzt alle kennen, die ja
quasi in Wien ihre Karriere fortsetzt. Sie ist ja gerade bei Miss Saigon. Male Martens kommt. Male Martens hatte ich damals als Elisabeth und seitdem verfolge ich die sehr gerne, weil Elisabeth so eins meiner ersten großen Musicals war. Ach, genau, Vanessa Hines covert ich und Male Martens covert Mrs. Dunvers. Max Niemeyer ist Oh da ja, schön. als Cover Maxim und ich mag Max Niemeyer ganz gerne, obwohl man, also ich sehe von dem jetzt nicht so viel, aber dann verfolgt man ihn vielleicht nicht oder man ist vielleicht auch einfach mal nicht auf Social Media aktiv als Darsteller, ist ja auch, Vollkommen gibt es okay. auch. Denise Jastraunig, ist da, die kenne ich von namentlich auch, Livia Vrede auch und Sherilyn Steven ist Stimmt. von Berlin. Geht sie rüber als Swing- und Dance-Captain und das Cover Beatrice. Also eine coole Cast, wie beim Glöckner übrigens auch. Das ist hier jetzt nur ein bisschen länger her. Ich bin gespannt, wen wir da kriegen. Ich wäre mit allem zufrieden. Definitiv. Und ich finde die Mischung einfach in Wien immer sehr cool. Natürlich, es gibt immer so ein paar Kandidaten, wo man einfach weiß, okay, wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise kommen die immer wieder nach Wien zurück. Aber es gibt auch, finde ich, da immer super viele Leute, die noch nicht da waren. Und also die man schon aus sehr, sehr vielen anderen Produktionen irgendwie kennt, aber die einfach noch nicht in Wien waren. Da gibt es ja auch irgendwie doch einige immer von. Und ich finde die Mischung immer sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also es ist wirklich so, dass wenn man, natürlich, es steht keinem zu, da irgendwie zu sagen, ich mache mir Sorgen irgendwie um eine Besetzung so nach dem Motto. Nee. Aber wenn man es so sagen kann, man weiß einfach immer bei den VBW, das wird eine Punktlandung. Das weiß man eigentlich immer. Ich gucke erst in Anführungsstrichen seit 2015 die Stücke in Wien, aber alles, was ich seitdem da gesehen habe und was man so verfolgt hat, da weiß man einfach, das ist einfach immer grandios, was die da auch für ein Gespür haben, welche Leute da vielleicht gut zusammenpassen würden in der Cast und dann. Ich finde das Bühnenbild einfach immer grandios, was natürlich dann auch wirklich die Geschichte ist mit, es wird einfach immer kein Tourstück und dementsprechend kann man da natürlich auch immer noch mal mehr auffahren als bei Stücken, wo man schon von Anfang an weiß, das wird irgendwie noch zwei, dreimal umziehen. Aber deshalb finde ich es auch immer so schön, in Wien Stücke zu gehen, zu sehen, weil man da halt auch immer weiß, so, okay, auch Bühnenbild wird einfach grandios. Es gibt ein großes Orchester. Was finde ich auch doch noch mal ganz anders klingt und die Häuser sind einfach wunderschön und hallo Wien, ne? Da muss man eh nichts drüber sagen. Also man merkt, ich bin so ein bisschen hyped auf jeden Fall, was das angeht. Das stimmt auf jeden Fall. Ich habe gerade mal geguckt, Regie geführt wird von einer Frau, das muss man ja leider 2022 immer noch betonen, von Francesca Zambello, die offensichtlich schon an allen großen Häusern gearbeitet hat. Ich habe gerade mal ihre Bio überflogen. An der Metropolitan Opera, am Teatro alla Scala, am Bolschoi in Covent Garden, Münchner Staatsoper, Pariser Oper, New York City Oper, Lyric Opera of Chicago, English National Opera, also Die ganzen großen Häuser. am Raimund Theater, die Bregenzer Festspiele, ne, offensichtlich, also der große Scheiß. Da bin ich sehr gespannt. Ich kenne von ihr nichts, also nicht so, dass ich es jetzt wüsste, sagen wir es mal so. Aber die Frau scheint ihr Handwerk zu können. Also nicht, dass es jemand, der jetzt nicht in Bregenz war, das nicht kann, aber da bin ich sehr gespannt. Definitiv. Ich meine auch, dass der Vorteil bei den Stücken ist, die nicht Disney sind, dass da doch so ein ganz bisschen mehr Freiheit in der Inszenierung dann doch da ist. Deshalb bin ich dann auch immer sehr gespannt, weil ich meine, bei Disney ist es doch immer sehr durchchoreografiert, was man immer mitbekommen hat. Es gibt ja einfach generell Stücke, das sagen die DarstellerInnen ja auch immer, da sind sie freier und es gibt welche, da sind sie nicht so frei. Auch in der eigenen Entfaltung der Rolle, sage ich mal. Aber deshalb bin ich halt auch sehr gespannt, wie das dann da inszeniert wird. Und ja, wir werden auf jeden Fall arm werden, wenn wir da unsere große Tour starten. Ja, das werde ich diesen Sommer schon, leider. Ich versuche gerade mal zu Hamilton, die Besetzung habe ich gerade schon gefunden. Ich versuche gerade mal den Rest vom Kreativteam hier aufgelistet zu finden, aber irgendwie finde ich ihn nicht. Genau, weil
Bei Hamilton, das wurde ja jetzt auch bekannt gegeben im Operettenhaus, wo der Cast schon einen Tag vorher versehentlich live geschaltet wurde, wurde dann auch relativ schnell wieder runtergenommen, muss man dann auch sagen. Aber da bin ich auch richtig gespannt, richtig gespannt. Also ich habe mir da halt auch die Hörprobe angehört, aber nur My Shot und ganz halt Alexander Hamilton, also das Intro. Ich glaube, jeder muss ehrlich sein und sagen, man hat sich ein bisschen Gedanken gemacht, oh, wie klingt denn da wohl die Übersetzung? Weil das ist eine Sache, wenn du wenig Wörter in einen Satz bringen musst, ist schon schwierig zu übersetzen, aber wenn du dann noch diese Musik hast und diese engmaschigen Texte, das dann ins Deutsch zu übersetzen, dass es nicht holprig klingt, ich will gar nicht wissen, wie lange die dafür gebraucht haben, aber ich muss wirklich sagen, ich finde es gut. Also natürlich, die Hardcore-Fans, die sind, glaube ich, teilweise so ein bisschen skeptisch, warum wurde das so übersetzt, warum wurde das so übersetzt oder das ist jetzt aber doch relativ weit weg vom eigentlichen Sinn. Aber ich so als Person, die es zwei, dreimal gehört hat, die jetzt auch nicht so der Mega-Fan ist, sondern einfach so, finde ich cool, möchte ich mir auch angucken, aber ich würde dafür jetzt keine 300 € ausgeben, sagen wir es mal so. Finde die Übersetzung echt gut. Es holpert meiner Meinung nach nicht. Und auch einfach in der Zusammensetzung von dem Cast, es klingt einfach mega. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel gehört, dass ich dann, also das, was ich gehört habe, fand ich ganz gut, aber ich kann mir da jetzt nicht so ein riesen Bild bilden. Das, was ich gelesen habe von anderen Leuten, die Reaktionen, die sahen auch ganz gut aus. Ich glaube, es waren alle so ein bisschen erleichtert. Wobei man auch einfach sagen muss, du hast ja als deutscher Muttersprachlerin ein ganz anderes Verhältnis zur englischen Sprache als zur deutschen. Und da kann man sich vielleicht im schlechtesten Fall auch auf den Kopf stellen und Leute werden immer sagen, es klingt aber nicht so cool. Ja, wenn ich es in einer ganz anderen Sprache kennenlerne, je nachdem, was ich für ein Verhältnis dazu habe und wie das gemacht ist, das wird man ja nie eins zu eins machen können. Das funktioniert ja auch alleine nicht, weil es im Deutschen einfach auch gerade wenn es wirklich um Umgangssprache geht oder um Sprichwörter geht oder was auch immer, das Deutsche braucht, meine ich, verhältnismäßig immer mehr Wörter, um was auszudrücken als das Englische. Und alleine deshalb funktioniert das einfach teilweise nicht zu 100%. Und es wird immer Leute geben, die nicht hundertprozentig damit einverstanden sind, aber ich finde wirklich, es klingt gut, natürlich, man hat noch nicht alles gehört, aber ich finde, was man jetzt so als Kostprobe schon bekommen hat, das klingt sehr vielversprechend und da kann man sich, glaube ich, drauf freuen. Das denke ich auch. Über die Preise müssen wir hier nicht sprechen an dieser Stelle. Leider. Ich bin gespannt, wo wir hingehen. Ich denke, ich werde mal wieder gerne ein Angebot nutzen. Wir müssen immer schauen. Wann haben die wann haben die Premiere im Oktober, glaube ich? Irgendwann dann auf jeden Fall, ja. Wir müssen mal schauen, ob wir das dieses Jahr machen, ob sich da was anbietet oder nächstes vielleicht. Zeitlich ist das ja etwas interessant bei uns. Du bist meistens das Problem. Okay. Ja, nein, in diesen Ferien bist du das Problem, möchte ich kurz mal anmerken. Ansonsten bist du aber immer das Problem. Das stimmt. In den 6 Wochen, in denen ich nicht frei habe, da bin ich das Problem. Richtig. Wir haben nämlich nach Tecklenburg-Karten geguckt. Wir gucken dieses Mal wieder beides. Leider nicht, es tut mir wirklich leid. Wir haben das Kinderstück noch nie geguckt. Wenn es sich mal anbietet, würde ich es mal mitnehmen, weil die armen Kinder- und Jugendsparten, die sehr vernachlässigt werden, das stimmt ja wirklich einfach. Aber nicht dieses Jahr. Und ich glaube, den Besuch der alten Dame, da war noch nicht klar, ob wir das jetzt zusammen schaffen. Sister Act sieht ganz gut aus. Ich freue mich auf beides sehr. Ich liebe Tecklenburg. Mit Tecklenburg kann man nicht so viel falsch machen, finde ich. Und auch wenn da irgendwas inhaltlich nicht der große Wurf ist, ist die Produktion einfach geil. Ja, definitiv. Und ich finde auch alleine, aber das ist auch einfach eine Stimmung, finde ich, nochmal auf der Freilichtbühne. Das ist
immer noch mal was ganz anderes und allein darauf freue ich mich immer. Man muss auch ganz klar sagen, es ist von uns auch nicht so mega weit weg. Man kommt da noch relativ gut hin. Und allein deshalb ist es einfach schon schön. Und bis jetzt immer, wenn wir da waren, wir wurden nicht enttäuscht. Es war immer ein cooles Stück, immer bekannte Leute, unabhängig davon, dass selbst wenn nicht so für mich bekannte Leute dabei wären, wäre mir das egal. Gelernt haben sie es ja alle. Aber da muss man halt auch immer sagen, ne? Also Tecklenburg, das ist auch immer eine sichere Bank. Und dann freut man sich da auch einfach drauf, wenn man weiß, so von wegen, okay, das wird auf jeden Fall schön. Wollen wir noch einmal aufdröseln, was wir planen, diesen Sommer anzugucken? Das können wir gerne machen. Ich möchte übrigens auch hier nochmal vorwegschieben, es geht nicht darum zu sagen, guck, wie reich ich bin, was ich alles gucke. Ich glaube, du guckst auch viel mehr als ich. Ja, also es geht. Im Moment, ich habe halt wirklich lange nicht geguckt und seitdem ich jetzt angefangen habe, allein ins Theater zu gehen, versuche ich das, aber dann nehme ich halt auch jetzt echt nicht die teuersten Karten. Dann setzt man sich vielleicht auch irgendwo hinten in die Ecke und da gucke ich dann ganz gerne. Außerdem ist Stadttheater ja immer noch mal was anderes als Stage, das muss man ehrlich sagen, das wissen aber auch alle. Also, ich nehme dann doch, es kommt jetzt noch laut Plan, der sich irgendwie mal wieder ändert. Am 24. bin ich bei We Will Rock You mit einer Kollegin, die netterweise gefragt hat. Da bin ich sehr gespannt. Da haben wir ja von dir schon einen Bericht bekommen. Dann bin ich, es war eine relativ spontane Buchung, am 1. oder am 2. Juli in Hildesheim bei The Toxic Avenger. Was ich sehr lustig finde, ich dachte, ich kann in Hildesheim nichts mehr mitnehmen. Die haben jetzt aber so ein 9-Euro-Angebot mit meiner Mutter. Freue mich da sehr drauf. Dann Tecklenburg und Tecklenburg, das haben wir schon gesagt. Wicked haben wir auch schon drüber gesprochen. Bei uns auf einer städtischen Freilichtbühne wird eine Schlagerrevue Oh aufgeführt, wo wir ja, auch beide oh hingehen. ja. Das wird noch sehr lustig. Und ich spiele mit dem Gedanken, aber auch erst seit heute Morgen nach Magdeburg, eben zum Domplatz Open Air zu fahren. Eine Freundin von mir preist es immer sehr an. Und ich fahre über die Ferien quasi über meine Langferien in die Heimat und von da sind es mit Zug, mit IC 2 Stunden ohne Umstieg und mit einem neuen, das sehr kontroverse 9-Euro-Ticket, damit sind es ungefähr 3,5 Stunden und ich dachte, es wäre viel, viel länger, deswegen habe ich das noch nie in Betracht gezogen und dann bin ich am Überlegen, ob ich vielleicht so einen Tag hin, einen Tag zurück mache, das weiß ich noch nicht, aber Magdeburg hat halt auch so riesen Bühnenbilder, so geile und es soll sehr eindrucksvoll sein, deswegen mal schauen, das nehme ich vielleicht mit. Das wäre doch sehr cool, auf jeden Fall. Also ich kann tatsächlich so für meinen Sommer einfach nicht so viel erzählen, weil ich einfach keine Zeit habe, ins Theater zu gehen. Aber wo wir auch eben schon drüber gesprochen haben, ich spiele mit dem Gedanken, auf jeden Fall Robin Hood noch zu gucken, weil das nach Stimmt. Hameln kommt. Ich weiß zwar gerade nicht wann, aber ich fahre jeden Morgen und jeden Abend an diesem Aufsteller vorbei, der bei mir auf dem Arbeitsweg steht. Und bin deshalb schon irgendwie am Überlegen, weil es mich von der Geschichte her erstmal interessiert. Und was in unser städtisches Stadttheater kommt, ist die Tour von Once. Ach so, aber im Januar doch erst. Richtig, aber das fiel mir gerade so ein. Das stimmt. Und da habe ich halt auch mega Bock drauf, das dann mal zu sehen. Und ich hatte noch irgendwas. Ach genau, wir haben meiner Mama vor 2 oder 3 Jahren, glaube ich, zum Geburtstag, zu ihrem runden Geburtstag König der Löwen geschenkt, wo wir auch noch nicht waren, was wir eigentlich jetzt nochmal angehen wollen, weil ich habe es einmal gesehen und zwar war das 2003. Ich kann mich also quasi nicht daran erinnern. Und dann hatten wir überlegt, ob wir dann vielleicht da auch nochmal hin wollen. Aber das Problem ist ja, bei der arbeitenden Bevölkerung, bei mir, Urlaub ist nicht so viel auch da. Deshalb muss man da auch immer so ein bisschen gucken und immer nur an den Wochenenden losfahren, ist halt auf Dauer auch irgendwie sehr teuer. Das stimmt, ehrlich Und gesagt. dann muss man noch sagen, was im August ist, und da möchte ich auch noch mal für Werbung machen, weil ich da voll Bock drauf habe. Bei uns relativ in der Nähe auch findet ein
großes Lichterfest, kann man eigentlich sagen, statt, wo dieses Jahr Film und Musical als Motto ist. Und da tritt Maricielle, die man aus Pretty Woman als, wie hieß sie da, Cat oder Kit? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, Kit glaube ich. Ich weiß es auch nicht. Die tritt da auf jeden Fall mit einer Show auf und bringt auf jeden Fall Jessica Kessler und Matthias Edenborn noch mit. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil das, glaube ich, sehr cool wird, weil da auch immer noch mit Feuerwerk dann ist und der ganze Park ist beleuchtet. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das ist ja jetzt letztendlich nicht wirklich ein Musical, aber es hat ein Musical-Thema. Und ich glaube, dass das auch sehr, sehr cool wird. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das ist noch so das, was neben Sister Act und der Besuch der alten Dame am nächsten dran ist jetzt. Das stimmt. Zu Once habe ich übrigens die Frage an Menschen, die mir das vielleicht sagen können. Es kommt, also das wurde mir auch schon, ich glaube, Lisanne von Katzen und Cashcows hat das in ihrer Story öfter schon angepriesen. Ich glaube, Sibylle Lamprecht war schon mal bei ihr zu Gast, dass Once ganz super wäre. Und dann habe ich geguckt und es steht aber auf der Website, das ist mein letzter Stand, ja, es wird gespielt bis 2022 und der Punkt ist schon längst überschritten. Und dann schrieb Nadine mir eben, ach, das tourt zu uns ins Stadttheater. Was mich zu der Frage führte, weil ich an dem Tag wahrscheinlich eher nicht kann, was sind die anderen Stadttheater, wo es hin tourt? Es wird ja nicht nur diesen einen Abstecher nach OWL machen, aber ich habe mich tot gesucht, habe keine Liste gefunden, wo steht da und da gehen wir hin. Falls es jemand weiß, bitte, man gebe mir diese Information, ansonsten werde ich mich da nochmal hinterklemmen, weil das würde ich wirklich gerne sehen. Das ist ja so ein Stück, was auch eher so unter dem Radar läuft, aber die Hamburger Kammerspiele machen, glaube ich, relativ in regelmäßigen Abständen Musicals. Definitiv. Auch eher die klein, in Anführungsstrichen kleineren Sachen. Aber ich glaube, das ist schon cool. Auf jeden Fall habe ich da Bock drauf. Ich auch. Ich bin auch gespannt auf das, was du gerade noch gesagt hast. Oh, lustig, hier werden gerade Karten für Rebecca in Magdeburg verkauft. Ach Mensch. Ah, und hier eine Review zu Rebecca in Magdeburg. Jetzt verfolgt es mich, aber auch wirklich. ja, ich bin ja auch gespannt drauf, auf das, was du eben noch gesagt hast, dieses Konzert. Wahrscheinlich werde ich da zu dir stoßen und mitschauen. Oh ja. Und das ist so, ja, das ist so unser Plan. Genau. So, grob. Gut. Im Zweifel, man kennt uns ja oder wir kennen uns ja, sagen wir es mal so. Das ist ganz oft so, das ist der Plan und dann sagt man dann doch wieder spontan, ich fahre noch dahin, ich fahre noch dahin. Meine Familie möchte auch eigentlich noch gern zu Kudamm, weil sie es noch nicht gesehen haben. Vielleicht fahre ich da auch noch mal mit, weil ich die Musik wirklich sehr, sehr gerne mag. Aber mal abwarten. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Das stimmt. Ja, und eigentlich sind wir damit bei einer guten Stunde durch. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir doch so lange sprechen würden, ehrlich gesagt. Aber ich ist auch ja nicht. Auch aber schön. Aber unser Ausflug in die arbeitsrechtliche Welt hat schon so eine Viertelstunde in Anspruch genommen. Wo wir wahrscheinlich relativ viel Schmuh auch erzählt haben, weil wir uns einfach nicht auskennen. Aber wir sind ja auch, und das sagen wir auch jedes Mal und das meinen wir auch jedes Mal ernst, auch wenn wir irgendwas erzählen, was nicht richtig ist oder wenn man sagt, ich arbeite in dem Berufsfeld, ich kann da ein bisschen mehr drüber erzählen für Leute, die einfach nicht so die Insider sind, was das angeht, dann schreibt uns gerne, sagt uns gerne Bescheid. Wir freuen uns immer darüber zu lernen oder neue Dinge einfach erzählt zu bekommen, uns zu vernetzen und genau, da freuen wir uns immer drüber. Und Vicky sagt jetzt auch, wo man uns überall schreiben kann. Ihr könnt uns schreiben bei Facebook und bei Instagram, da findet man uns als Crosswing Podcast und ihr könnt uns eine Mail schreiben an cross.swing.podcast@gmail.com. Da freuen wir uns drüber, wie Nadine gesagt hat.
genießt das schöne Wetter. Ich glaube, die nächsten Tage soll es wieder ein bisschen abkühlen. Vielleicht verkrümelt ihr euch so wie wir oder ich heute, bis man wieder rausgehen kann in der Wohnung. Vielleicht hört ihr uns dann, vielleicht hört ihr uns später. Wir freuen uns und hoffen, dass wir unsere zahlreichen Projekte an der Zahl 2 demnächst mit euch teilen können. Oh ja. Irgendwann in nächster Zeit freuen wir uns drauf. Genau, da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil wir morgen nochmal eine Secret-Aufnahme haben. 2 Tage in Folge für den Podcast unterwegs. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und macht es euch noch schön, genießt das Wetter und gehabt euch wohl.